Vor langer Zeit wurde das Land Aglaia in den Sog der Tragödie gezogen. Denn Dunkelheit war aus den Eingeweiden der Hölle emporgekrochen und die Bürger kämpften verzweifelt gegen diese Übermacht. Finsternis herrschte mit Angst und Schrecken und drohte ganz Aglaia zu verschlingen. Doch in der Stunde der größten Not entstiegen eben jener Finsternis die Faradai. Edle und tapfere Geschöpfe, die für die Bürger mit ihrer Kraft und Weisheit gegen die Armeen der Dunkelheit antraten. Den Faradai gelang es, die feindliche Übermacht zu besiegen und das Land zu retten. Die Bürger aber fürchteten die Macht der Faradai und machten Jagd auf sie. Viele Jahrhunderte gingen seither ins Land, voller Hass, Mord und Übel, in denen die Faradai verachtet und verfolgt wurden. Bis heute. Es war eine kalte und regnerische Nacht, als Namaya durch die Stadt Senea rannte. Um sie herum peitschte der Wind über die Dächer und trug die drohenden Rufe der Männer an ihr Ohr. Doch die Regentropfen, die vom dunklen Himmel prasselten, bildeten einen schützenden Schleier zwischen dem Mädchen und ihren Verfolgern. Diese Gasse. Aus dem strömenden Regen, der wie Bindfäden die umliegende Umgebung verdunkelte, löste sich eine Kontur. Ein breitschultriger Mann, dessen Körper von einer matt schimmernden Rüstung umhüllt wurde, trat mit energischen Schritten auf sie zu. Habe ich dich endlich? Fahr zur Hölle! Die Klinge verfehlte sie nur um Haaresbreite und zersplitterte eine der Holzkisten, die hinter ihr an der Wand aufgestapelt waren. Aber nicht doch. Warum machst du es dir denn nur so schwer? Ich kriege dich so oder so. Bleib weg von mir. Oder was? Hier oben. Erschrocken blickte Namaya hinauf zu dem schmalen Vordach des Hauses. In dem dämmerigen Licht der Laterne konnte sie jedoch nur einen Schatten erkennen, hey, der auf einem kleinen Sims kauerte. Wer bist du denn? Hand. Ja. Du bleibst hier. Nein! Du wirst erst mit mir kommen, oder? Ungehobelter Mistkerl, weißt du etwa nicht, wie man eine Dame zu behandeln hat? Du kleine. Geschafft. Danke. Aber wer... Das ist doch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Vorstellungsrunde. Komm schon, hier entlang. Bleib stehen. Da hast du dir einen netten Spielkameraden ausgesucht. Hier lang. Faradai. Folge 1. Das Geheimnis der Katakomben. Die Verfolger hinter sich lassend, folgte Namaya ihrem Retter in die dunkle Nacht. Der junge Mann führte sie vorbei an Lagerhallen und Geschäften, hinein in eine höchst zweifelhafte und wenig einladende Gegend.
Für einen kurzen Moment überkam Namaya ein ungutes Gefühl. War ihr dieser junge Mann doch vollkommen fremd? Doch sie blieb, und wenige Minuten später standen sie vor einer düsteren Häuserreihe. Hier hatte sie zum ersten Mal die Gelegenheit, ihren Begleiter genauer zu betrachten. Er schien ungefähr in ihrem Alter zu sein und blickte sie aus seinen bernsteinfarbenen Augen an. Seine Weste zeugte, ebenso wie die Hose, von einer ärmlichen Herkunft. Auf seinem Rücken hing eine breite Schwerttasche, aus deren Öffnung ein mit einem blauen Stein verzierter Knauf ragte. So, da wären wir. Sieht gemütlich aus. Findest du? Und hier lebst du? Ja, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Die Kellerräume sind trocken und geräumig. Außerdem weiß keiner außer uns, dass diese Räume noch existieren. Somit hat man immer seine Ruhe. Vor allem vor Wachen oder Dieben. Das ist schon mal gut zu wissen. Siehst du? Hier bist du vollkommen sicher. Na, warte! Du wirst mich kennenlernen! Nein, warte, Sheila! Ich bin es doch! Im dämmerigen Schein des einfallenden Mondlichtes konnte Namaya eine junge Frau erkennen, die ihnen drohend den Gang versperrte. Ihre hellen Haare rahmten das feingeschnittene Gesicht, und die feinen Federn, die ihre Haut bedeckten, schimmerten bläulich. Elion, bist du das? Ja, wer sonst? Was um Himmels Willen machst du bitte um diese Uhrzeit noch hier? Könnten wir das vielleicht besprechen, nachdem du die Bratpfanne runtergenommen hast? Danke. Wer ist das denn? Ach sie, das ist... Wie heißt du eigentlich? Oh. Mein Name ist Namaya. Ah, ja. Ich danke dir, dass du mich vor den Männern beschützt hast. Männer? Aber jetzt muss ich gehen. Was? Wieso? Bleib doch hier. Nein, ich würde euch nur in Gefahr bringen. In Gefahr? Vor solchen Wachen brauchst du dich nicht zu fürchten. Die verspachtelt zum Frühstück. Ich kann nicht. Ihr wisst nicht. Niemand darf es erfahren. Was erfahren? Und wieso haben die dich überhaupt verfolgt? Sheila musterte das verängstigte Mädchen, welches nass und schmutzig vor ihr im Halbdunkeln stand. Aus dem gebräunten Gesicht beobachtete ein grünes Augenpaar das Geschehen. Da wurde Sheila auf die zerscheuerten Handgelenke aufmerksam, welche Namaya geistesabwesend umklammerte. Als das Mädchen ihren Blick bemerkte, warf sie eilig den Stoff ihres Umhangs über ihre Hände und blickte sie traurig an. In Ordnung, das können wir auch morgen noch besprechen. Aber heute Nacht bleibst du erstmal hier. Aber ich kann nicht. In deinem jetzigen Zustand wäre es total leichtsinnig, wieder hinaus auf die Straße zu gehen. Sehr richtig. Du wirst die Nacht hier verbringen. Ende der Diskussion. In Ordnung. Sehr schön. Vielen Dank. Nun, da das geklärt ist, würde ich jetzt wirklich gerne noch die letzten Stunden der Nacht im Bett verbringen. Nicht nur du. Also, spurt euch. Am nächsten Morgen lag die Stadt Sonea noch im tiefen Schlaf, als Namaya in einem karg bestückten, aber gemütlichen Kellerraum erwachte. Die Sonnenstrahlen, die durch das kleine Fenster fielen, kitzelten sie an der Nase. Gerädert. Ich bin also wirklich hier. Es war kein Traum. Alles ist wahr. Oh, verdammt. Was soll ich denn nun tun? Das Grübeln bringt mich auch nicht weiter. Namaya verließ die kleine Kammer und schritt durch einen Gang, der durch einfallende Lichtkaskaden in ein freundliches Sonnengelb getaucht war. Die angrenzenden Türen standen offen, doch nur wenige Räume schienen bewohnbar,
da die meisten in der Finsternis verschwanden. Ich war gestern so müde. Ich habe gar nicht richtig auf den Weg geachtet. Vielleicht hier? Hä? Überrascht hielt Namaya inne, als sie an dem Tisch einen fremden Jungen erblickte. Er saß über eine Ansammlung von Blättern gebeugt und bewegte lautlos die Lippen. Die weißen Haare standen in bitterem Kontrast zu seinem jungen Erscheinungsbild und seiner dunklen, fast schwarzen Haut. Das Gesicht und die Arme waren von breiten Runen überzogen. Als sie näher trat, sah er von seinen Unterlagen auf und lächelte sie an. Guten Morgen. Aha, du bist wach. Guten Morgen. Hattest du eine angenehme Nacht? Ja, danke. Oh, entschuldige, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Pollux. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ebenso. Setz dich doch. Was guckst du mich denn so an? Wieso haben die dich verfolgt? Wer? Na, die Männer von heute Nacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du in Schwierigkeiten bist. Lass es uns doch bitte für den Moment dabei belassen, dass ich froh bin, nicht in ihre Hände gefallen zu sein. Na gut, wenn du meinst. Wir wollen dir nur helfen. Trotzdem, je weniger ihr wisst, desto besser für euch. Guten Morgen. Guten Morgen. Alien, guten Morgen. Na, habt ihr auch schon so einen riesigen Hunger wie ich? Sheila bereitet das Frühstück vor. Ach, tatsächlich. Sheila, bitte beeil dich. Ach, Alien, du wirst wohl nicht verhungern, nur weil ich 2 Sekunden länger mit dem Essen brauche. Ich sterbe fast vor Hunger. Und ein gutes Essen braucht eben seine Zeit. Danke sehr. Schmeckt interessant. Zumindest hat man was zum Kauen. Was ist das denn überhaupt? Rührei. Pollux. Entschuldigung, aber ich habe irgendwie vom Aussehen und Geschmack her was anderes erwartet. Was ist mit dir, Namaya? Möchtest du auch etwas essen? Erbsen oder so. Ach, nein, danke. Ich habe keinen... Da sagt dein Magen aber etwas anderes. Hier, probier es einfach mal aus. Du kannst es ja immer noch stehen lassen. Danke. Ach Jungs, bevor ich es vergesse, wir müssen heute dringend zum Marktplatz. Unser Lebensmittelvorrat ist schon wieder stark zusammengeschrumpft. Na klar, machen wir. Kein Problem. Gut, dann essen wir schnell zu Ende und machen uns sofort auf den Weg, ehe der morgendliche Tumult beginnt. Ach, und Namaya? Schmeckt super. Zieh dir den Umhang hier bitte gleich über. In der Stadt sind wir nicht so erpicht darauf, viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und so traten die Freunde nur wenige Minuten später auf die morgendlichen Straßen von Sonea. Sheila führte sie durch die langen Gassen, bis sie schließlich den Marktplatz erreichten. Dieser wurde von ineinander übergehenden, prachtvollen Gebäuden umschlossen, deren Fassaden weiß getüncht waren. Und denk daran, nicht allzu viel aufzufallen. Oh, jetzt tu doch nicht so, als würden wir das zum ersten Mal machen. Oh, das Gebäck duftet aber gut. Ja, nicht wahr? Es ist auch heute Morgen erst gebacken worden. Frisch aus dem Ofen und aus dem besten Getreide, welches in der Gegend zu finden ist. Und auch die anderen Waren sind von solch hoher Qualität. Dann hätte ich gerne so ein Brot. Na, ich gebe euch sogar einen Sonderrabatt, weil ihr meine ersten Kunden heute seid. Das macht... 3 Silberstücke. Was? 3 Silberstücke für ein simples Brot? Sehe ich so aus, als ob ich einem Scharlatan wie euch auch nur 1 Silberstück überlassen würde? Nein, du hast recht. Ich weiß es nicht. Ich sollte mich wohl eher an Leute wenden, die nicht aus den Kloaken der Gosse entsprungen sind und derartige Geschäfte anerkennen. Wie bitte? Mieser kleiner Wurm, ich werde euch... Alien! Das Schwert stecken.
Oder willst du, dass es so endet wie letzte Woche? Ja, aber das darf ich vielleicht... Ich bitte darum. Tja, vielen Dank. Ihr müsst euch keine Mühe geben. Mein Angebot steht und ich werde es in keinster Weise... Nahezu lautlos waren die Worte von den Lippen des jungen Magiers geglitten. Und auch die Tatsache, dass seine Augen in einem rötlichen Licht flackerten, schien keiner der umherlaufenden Passanten zu bemerken. Wir möchten euer lukratives Geschäft gerne in Anspruch nehmen. Eure Waren scheinen von allergrößter Qualität zu sein. Doch, nicht doch. Aber ja, meine Waren sind mit Abstand die frischesten auf dem gesamten Basar. Dessen bin ich mir vollends bewusst. Nun denn, sagen wir 2 Kupferstücke für dieses Brot. Als ob der... Sehr gerne, der Herr. Hier, bitte. Vielen Dank. Aha. Und dann nehme ich noch 2 von diesen Blätterteigtaschen, 5 Äpfel und 2 Hähnchen. Hier, ist das alles? Ja, ich denke schon. In Ordnung. Dann macht das 3 Silberstücke. Hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, einen wunderschönen Tag. Von Diplomatie verstehst du anscheinend immer noch nichts, Alien. Tja, na also das, was Pollux da macht, kann man ja wohl schlecht als Diplomatie bezeichnen. Was fällt diesem Betrüger überhaupt ein, mit solchen Wucherpreisen Waren unter die Leute zu bringen? Soweit ich weiß, werden die Handelswege in der letzten Zeit immer häufiger von Diebesbanden überfallen. Stimmt. Deswegen sind die Lebensmittel auch schon öfters für einen Notfall rationiert worden. Und diejenigen, die das Glück haben, im Besitz von Lebensmitteln zu sein, denken nur daran, sich am Elend anderer bereichern zu können. Einfach unfassbar. Was hast du da eigentlich gemacht? War das ein Zauberspruch? Nun ja, nicht wirklich. Es war eher eine Art Kontaktaufnahme. Kontaktaufnahme? Die Schatten dieser Welt erlauben einem sehr viel, wenn man ihr Wesen zu verstehen weiß. Aber war das nicht ein bisschen dreist, den Preis gleich so zu senken? Nein, ich habe lediglich für einen angemessenen Preis gesorgt. Wie dem auch sei. Diese Schmuggler gehen mir ziemlich auf den Geist. Anscheinend nicht nur dir. Schau mal da hinten. Sieht wie ein Aufstand aus. Oh ja. Kommt, das sehen wir uns mal näher an. Die Freunde überquerten den weitläufigen Marktplatz. Unter einem hohen, efeu bewachsenen Baum, dessen Zweige mit weißen Blüten besprenkelt waren, stand auf einem Podest ein junger Mann in Uniform, der zu einer Traube aufgebrachter Bürger sprach. Bitte, Bürger von Sonea, bitte beruhigt euch doch. Ich weiß, dass es hart ist. Hart? Aber... Es ist unerträglich. Uns ist nichts geblieben, was wir zum Überleben brauchen. Glaubt mir, ich bedauere es genauso wie ihr. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber leider sind wir zur jetzigen Zeit machtlos. Die Händler kommen nur noch selten in diese Stadt. Und woran liegt das? Daran, dass ihr es für sinnvoll haltet, uns das letzte Brot zu nehmen und einzulagern. Handelswege von diesen Gaunern zu sichern. Unsere Kinder hungern. Und auf den Märkten verkaufen Schmuggler ihre Waren so teuer, dass wir, einfaches Volk, uns nicht einmal mehr das Nötigste leisten können. Mir ist die Lage auf den Märkten sehr wohl bewusst. Dennoch ist es uns bis jetzt nicht gelungen, die Schmuggler zu fassen. Doch ich verspreche euch, dass wir alles Erdenkliche tun werden, damit es euch bald allen wieder besser geht. Ihr habt schon lange versprochen, genug Nahrung für uns alle zu beschaffen. Tut etwas gegen diese Schmuggler, bevor sie noch unsere ganze Stadt in die Armut treiben. Ihr habt mein Wort. Das wollen wir noch erst mal sehen. Was wir sehen wollen, sind Taten. Unsere Stadt stirbt. Und ihr seht zu und haltet die große Rede. Die Bürger scheinen langsam wirklich nervös zu werden. Wenn das so weitergeht, werden die ersten Aufstände nicht mehr lang auf sich warten lassen. Das wäre schrecklich. Gibt es denn gar nichts, was man tun könnte? Wieso gelingt es den Soldaten eigentlich nicht, die Schmuggler dingfest zu machen?
Ich meine, Sie könnten diese Gauner doch einfach auf dem Markt aufgabeln. Was ist daran so schwer? Das ist genau das, was die Bürger von uns erwarten. Aber wir können nicht einfach durch die Gassen laufen und jeden Händler verhaften lassen, bloß weil er seine Ware überteuert anbietet. Vor allem wäre damit auch nicht wirklich geholfen. Und selbst wenn wir hier alle Schmuggler verhaften, so wären dies doch eigentlich nur die Sporen der tatsächlichen Saat. Wenn man es so betrachtet... Samir! Ja, Hauptmann? Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Meine Güte, wenn du weiterhin mit den Bürgern so weich umgehst, dann werden sie dich niemals respektieren. Du musst als Soldat hart durchgreifen, ansonsten bist du eine Schande für unser Regiment. Aber Hauptmann, ich kann doch gerade jetzt nicht diese Leute mit unüberlegten Reaktionen noch weiter in Rage versetzen. Ich denke, dass wir mit unserer Vorgehensweise die Leute... Wie bitte? Ein kleiner Soldat wie du will mir Vorschriften machen? Werde erstmal trocken hinter den Ohren, dann kannst du Kritik an meinen Regeln vortragen. Bis dahin mache ich in dieser Stadt das, was ich für richtig halte. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, Hauptmann. Hast du etwas Neues über die Schmuggler in Erfahrung gebracht? Wir haben die Gegend an den Docks durchkämmt, aber keine Spur von den Verbrechern gefunden. Und anstatt dich weiter auf die Suche zu begeben, treibst du dich lieber mit diesem dreckigen Pack herum. Dreckiges Pack, wie reizend. Sehen, mit dem Vorgesetzten hat er mal so richtig ins Braune gepackt. Was sollte denn diese Bemerkung bitte schön? Ihr seid doch keine Monster oder so. Nein, das sind sie nicht. Erschrocken fuhren die Freunde herum. Aus dem Schatten einer kleinen Seitengasse war eine Frau zu ihnen getreten. Verhüllt in ein Cape blieb das Gesicht verborgen. Was wollen Sie? Und wer sind Sie? Beruhigt euch. Ich habe kein Interesse daran, euch Schaden zuzufügen. Man nennt mich Dahlia. Ich will euch helfen, denn ich verstehe eure Wut. Aber die Augen dieser Leute sind derart vernebelt, dass sie keinen klaren Gedanken fassen können. Heißt das etwa, dass wir uns solche Anschuldigungen einfach gefallen lassen müssen? Wir haben schließlich nichts Unrechtes getan. Nein, ganz sicher sollt ihr das nicht. Aber wisst ihr, es geschieht so viel Ungerechtigkeit im Land. Und das jeden Tag aufs Neue. Meist trifft es diejenigen, die sich am wenigsten dagegen wehren können. Ich verstehe nicht ganz, was ihr von uns wollt. Ihr sagt, ihr wollt uns helfen. Aber was meint ihr damit? Bis jetzt konnten wir uns sehr gut selbst helfen. Ganz genau, mein Junge. Denn nur der, der sich sein Schicksal selbst spinnt, wird am Ende das Licht des Erfolges erblicken. Und was sollen wir eurer Meinung nach tun? Nun, zufällig weiß ich, dass ein paar zwielichtige Gestalten heute Nacht in der Hafengegend zu geheimen Treffen zusammenkommen. Ihr solltet euch dann ein wenig umsehen. Hat das was mit diesem Schmugglerring zu tun? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Soldaten da unten bestimmt schon alles abgesucht haben. Nun, die Soldaten mögen gute Kämpfer sein, doch erfordert diese Aufgabe weit mehr als nur Muskelkraft. Ich glaube, ihr wollt uns auf den Arm nehmen. Geht zu den Docks. Ich werde euch dort treffen. Wir haben euch gerade in irgendeiner Gasse getroffen und schon sollen wir so mir nichts, dir nichts eurer Aufforderung folgen? Woher bezieht ihr eure Informationen? Es liegt natürlich an euch, was ihr tut. Ihr habt die Wahl. Was war das denn? Sie ist weg? Sag mal, laufen hier heute nur Verrückte rum? Was sollte das denn jetzt? Ich hab da kein gutes Gefühl. Ehrlich, ich hab an ihr etwas gesehen, etwas gespürt, was ich nicht zuordnen kann. Dahlia. Ich meine, ihren Namen auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört zu haben. Aber ich weiß nicht wo. Und was machen wir jetzt? Nun, ich denke, wir sollten uns heute Nacht am Hafen umsehen. Na wunderbar! Eine ruhmreiche Aktion gegen die Verbrecher dieser Stadt ist genau das, was mich und mein Schwert stählern und uns zu wahren Helden machen wird. Ja, mit Sicherheit. Ja. Nebelschwaden benetzten die Hafengegenden
und die Schiffe hoben sich als dunkle Schatten vor ihrer Umgebung ab. Der Mond schob sich als kreisrunde Scheibe zwischen den Häusern hervor, als die Freunde in einer geschützten Ecke auf das Eintreffen Dalias warteten. Wisst ihr was? Nachts an einem nebligen Hafen zu warten und dabei neben übelriechenden Fässern zu hocken, ist nicht gerade das, was ich mir unter einer heldenhaften Aktion vorgestellt habe. Ach, Alien, du kannst dich auch nur beschweren, oder? Sag mal, könnt ihr noch ein bisschen lauter sein? Die Leute da hinten haben uns bestimmt noch nicht gehört. Hey, Xs. Sieh doch mal. Da vorne. Ist das nicht Dalia? Sie winkt uns zu sich. Ich komme mir bei dieser ganzen Unternehmung reichlich dämlich vor. Toll. Jetzt läuft sie uns auch noch weg. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo sie uns hinführt? Na, ich vermute mal zu dem geheimen Treffpunkt. Was glaubst du denn? Wo ist sie denn? Da vorne. Also im Nebel betrachtet, sieht sie schon unheimlich aus. Sie zeigt auf diese kleine Bootshütte da vorne. Das ist eine Bootshütte, oder? Passt auf, gleich will sie mit uns eine romantische Bootstour machen. Ich bleibe lieber hier auf dem Trockenen. Bin ich jetzt blind oder ist die Frau schon wieder weg? Nein. Nein, ich sehe sie auch nicht mehr. Großartig, wirklich großartig. Erst scheucht sie uns quer durch das Hafenviertel und dann haut sie ab nach dem Motto: So, jetzt könnt ihr weitermachen. Ist das zu fassen? Nein. Die Tür ist zu. Lass mich mal. Bis jetzt habe ich noch jedes Schloss geknackt. Also, Sheila. Jetzt tun sich ja wirklich wahre Abgründe auf. Ach, Spinner. Geht weg von der Tür. Ha! Tja, das war natürlich auch eine Möglichkeit. Kommt. Im Inneren des Bootshauses herrschte Finsternis. Die unfertigen Rümpfe, die auf den Bänken lagen, hoben sich als dunkle Silhouetten vor den Fenstern ab. Verschiedene Werkzeuge hingen an den Wänden und glänzten matt, während vereinzelt verschmierte Farbeimer herumstanden. Also für mich sieht das hier wie ein ganz normaler Bootsschuppen aus. Was hast du erwartet? Etwa eine zwielichtige Bude mit tonnenweiße Diebesgut? Und wo ist dann bitte schön das Versteck? Ich sehe nämlich nicht wirklich etwas Verdächtiges, wie zum Beispiel ein Regal, das man zur Seite schieben kann, oder eine Treppe oder so. Wir müssen einfach mal suchen. Teilen wir uns am besten auf, dann geht es schneller. Wahrscheinlich hat uns diese Dalia nur an der Nase rumgeführt. Würde mich nicht wundern, wenn hier zufällig gleich ein paar Wachen auftauchen. Sieh doch mal, hier ist eine Spalte. Na Maya, du hast recht. Das ist eine Falltür. Das glaube ich ja nicht. Oh Mann, ist sie schwer. Warte, ich helfe dir. Was sagt's denn? Eine Treppe. Los, renn nach. Leute, wir schauen uns nur mal ganz kurz um. Und wenn wir irgendwas Verdächtiges sehen, drehen wir um. Keine halsbrecherischen Aktionen, keine Heldentaten. Alles klar? Alien? Ja. Einverstanden. Gut. Dann los. Wenn's sein muss. Die steinernen Stufen führten sie in einen breiten Tunnel, dessen Aufbau von stämmigen Balken gestützt wurde, die aus den Wänden hervorragten. Links und rechts war der Weg von Fackeln flankiert, deren feuriger Schweif riesige Schatten an die Felswände warf. Vorsichtig schlichen die Helden durch die Stille. Ganz schön frisch hier unten. Wartet! Was ist los? Die
Die Schatten. Die Schatten. Sie warnen uns. Was sagen Sie denn? Ich kann Sie nur schlecht verstehen. Es ist beinahe wie ein dumpfes Klagen. Dann mal weiter. Aber seid auf der Hut. Vorsicht! Welcher miese Hund beschießt uns aus dem Hinterhalt mit Pfeilen? Zeigt euch und kämpft nicht mit den Waffen der Feiglinge! Bitte, Alien! Sei doch bitte leise! Es hat keiner auf uns geschossen. Zumindest nicht direkt. Seht doch mal hier. Ein dünner Faden. Bei dem dämmerigen Licht hier ist er so gut wie unsichtbar. Ganz genau. Als du eben die Schwelle übertreten hast, hast du den Faden dabei zerrissen und damit einen Mechanismus ausgelöst. Seht, da oben im Gestein ist eine kleine Öffnung. Ich wette, dahinter befindet sich eine gespannte Armbrust. Und wenn man nicht aufpasst, zack. Das sind ja freundliche Begrüßungsstürme. Hier hat irgendjemand wirklich was zu verbergen und ich glaube, möchte auch nicht gestört werden. Gut, und wo sollen wir anfangen zu suchen? Was? Lass uns hier hingehen. Hey! Also weiter. Rechts von ihnen erstreckte sich eine Bucht, deren Ausgang zwischen hohen und dunklen Felsen verborgen war. Und das kann ja was werden. Der schmale Gang hatte sie geradewegs in eine kleine Höhle geführt, die anscheinend als Lagerstelle diente. Unglaublich! Dutzende Kisten standen übereinander gestapelt an den Wänden. Einige Netze und Säcke hingen prall gefüllt an der Decke oder lagen zusammengeschnürt auf dem Boden. Hättet ihr gedacht, dass unter den Straßen unserer Stadt ein solcher Ort existiert? Seht doch mal! Früchte, Gebäck, Gewürze aus wärmeren Zonen, Fische! Das ist ja unglaublich! Das ging ja schneller, als ich dachte. Wunderbar! Dann sind wir fertig. So viele Kisten! Und ich bin mir sicher, dass das hier nur ein kleiner Teil der eigentlichen Ausbeutung ist. Wir können jetzt umdrehen. Psst, wartet mal. Hinter die Kisten, schnell. Die anderen sind bereits überfüllt. Hey! Was war das? Wer seid ihr denn? Los! Zufrieden, mein Herr? Leider sind die meisten meiner Männer gerade dabei, die Ware unter die Leute zu bringen, sodass sie gar nicht die tatsächliche Leistung unsererseits sehen können. Das ist für mich nicht von Bedeutung. Solange das Einkommen stimmt und keine Unannehmlichkeiten auftreten, sind wir zufrieden. Zeig mir lieber das, weswegen ich gekommen bin. Oh, ja, natürlich. Hier. Das Objekt ist erst gestern Morgen in unserer kleinen Bucht eingetroffen, direkt aus den verwundeten Bergen Trapos, wie ihr gewünscht habt. Sehr gut. Darf man fragen, was so Besonderes daran ist? Es schien mir sehr unscheinbar zu sein. Keine Verzierungen, nichts. Von allzu großem Wert kann es nicht sein. Da sieht man mal wieder, dass dein Intellekt die Bedeutung dieses Gegenstandes nicht erkennt. Denn sein Wert ist weitaus größer als euer Gewicht in Gold. Zumindest dann, wenn man weiß, wie man ihn einsetzt. Hier ist das gute Stück. Endlich. Bert! Wir müssen mit dir reden. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Was ist der Grund für dieses Tamtam? Bert, einige Individuen haben sich Zutritt zum Lager verschafft. Was? Mir scheint, als wären sie nicht hier, um sich uns anzuschließen. Als wir sie ergreifen wollten, haben sie uns angegriffen und sind in die Katakomben geflohen. Wie bitte? Aber dort? Verdammt! Gibt es etwa Schwierigkeiten? Nein, nein, es läuft alles wie nach Plan. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen? Ich bin in wenigen Minuten wieder zurück. Ihr zwei kommt. Hört zu.
das hier darf niemals an die Außenwelt gelangen. Jeder, der nicht zu uns gehört, wird erledigt. Verstanden? Gut. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Mir ist nicht ganz wohl hier unten. Seht euch das mal an. Dieser Gang muss schon uralt sein. Ja, sieht nicht mehr ganz taufrisch aus. Oh oh. Was ist los? Hört ihr das? Ich schlage vor, dass wir mucksmäuschenstill bleiben, solange wir hindurchgehen. Muss das sein. Still zu sein zählt nicht gerade zu meinen Stärken. Alien? Aber in Anbetracht der Tatsache werde ich bestimmt mal eine Ausnahme machen können. Was meint ihr, wo dieser Tunnel hinführt? Scheint mir sehr unbenutzt zu sein. Dieser Strang der Katakomben. Großartig, wirklich großartig. Erst scheucht sie uns quer durch das Hafenviertel und dann haut sie ab nach dem Motto: So, jetzt könnt ihr weitermachen. Ist das zu fassen? Nein. Die Tür ist zu. Lass mich mal. Bis jetzt habe ich noch jedes Schloss geknackt. Also, Sheila. Jetzt tun sich ja wirklich wahre Abgründe auf. Ach, Spinner. Geht weg von der Tür. Ha! Tja, das war natürlich auch eine Möglichkeit. Kommt. Im Inneren des Bootshauses herrschte Finsternis. Die unfertigen Rümpfe, die auf den Bänken lagen, hoben sich als dunkle Silhouetten vor den Fenstern ab. Verschiedene Werkzeuge hingen an den Wänden und glänzten matt, während vereinzelt verschmierte Farbeimer herumstanden. Also für mich sieht das hier wie ein ganz normaler Bootsschuppen aus. Was hast du erwartet? Etwa eine zwielichtige Bude mit tonnenweise Diebesgut? Und wo ist dann bitte schön das Versteck? Ich sehe nämlich nicht wirklich etwas Verdächtiges, wie zum Beispiel ein Regal, das man zur Seite schieben kann, oder eine Treppe oder so. Wir müssen einfach mal suchen. Teilen wir uns am besten auf, dann geht es schneller. Wahrscheinlich hat uns diese Dahlia nur an der Nase rumgeführt. Würde mich nicht wundern, wenn hier zufällig gleich ein paar Wachen auftauchen. Sieh doch mal, hier ist eine Spalte. Na Maya, du hast recht. Das ist eine Falltür. Das glaube ich ja nicht. Oh Mann, es ist schwer. Warte, ich helfe dir. Was sagt's denn? Eine Treppe. Los, mehr nach. Leute, wir schauen uns nur mal ganz kurz um. Und wenn wir irgendwas Verdächtiges sehen, drehen wir um.
Keine halsbrecherischen Aktionen, keine Heldentaten. Alles klar? Alien? Ja. Einverstanden. Gut. Dann los. Wenn's sein muss. Die steinernen Stufen führten sie in einen breiten Tunnel, dessen Aufbau von stämmigen Balken gestützt wurde, die aus den Wänden hervorragten. Links und rechts war der Weg von Fackeln flankiert, deren feuriger Schweif riesige Schatten an die Felswände warf. Vorsichtig schlichen die Helden durch die... Machen? Werde erstmal trocken hinter den Ohren, dann kannst du Kritik an meinen Regeln vortragen. Bis dahin mache ich in dieser Stadt das, was ich für richtig halte. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, Hauptmann. Hast du etwas Neues über die Schmuggler in Erfahrung gebracht? Wir haben die Gegend an den Docks durchkämmt, aber keine Spur von den Verbrechern gefunden. Und anstatt dich weiter auf die Suche zu begeben, treibst du dich lieber mit diesem dreckigen Pack herum. Dreckiges Pack, wie reizend. Mit dem Vorgesetzten hat er mal so richtig ins Braune gepackt. Was sollte denn diese Bemerkung, bitteschön? Ihr seid doch keine Monster oder so. Nein, das sind sie nicht. Erschrocken fuhren die Freunde herum. Aus dem Schatten einer kleinen Seitengasse war eine Frau zu ihnen getreten. Verhüllt in ein Cape blieb das Gesicht verborgen. Was wollen Sie? Und wer sind Sie? Beruhigt euch. Ich habe kein Interesse daran, euch Schaden zuzufügen. Man nennt mich Dahlia. Ich will euch helfen, denn ich verstehe eure Wut. Aber die Augen dieser Leute sind derart vernebelt, dass sie keinen klaren Gedanken fassen können. Heißt das etwa, dass wir uns solche Anschuldigungen einfach gefallen lassen müssen? Wir haben schließlich nichts Unrechtes getan. Nein, ganz sicher sollt ihr das nicht. Aber wisst ihr, es geschieht so viel Ungerechtigkeit im Land. Und das jeden Tag aufs Neue. Meist trifft es diejenigen, die sich am wenigsten dagegen wehren können. Ich verstehe nicht ganz, was ihr von uns wollt. Ihr sagt, ihr wollt uns helfen. Aber was meint ihr damit? Bis jetzt konnten wir uns sehr gut selbst helfen. Ganz genau, mein Junge. Denn nur der, der sich sein Schicksal selbst spinnt, wird am Ende das Licht des Erfolges erblicken. Und was sollen wir eurer Meinung nach tun? Nun, zufällig weiß ich, dass ein paar zwielichtige Gestalten heute Nacht in der Hafengegend zu geheimen Treffen zusammenkommen. Ihr solltet euch dann ein wenig umsehen. Hat das was mit diesem Schmugglerring zu tun? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Soldaten da unten bestimmt schon alles abgesucht haben. Nun, die Soldaten mögen gute Kämpfer sein. Doch erfordert diese Aufgabe weit mehr als nur Muskelkraft. Ich glaube, ihr wollt uns auf den Arm nehmen. Geht zu den Docks. Ich werde euch dort treffen. Wir haben euch gerade in irgendeiner Gasse getroffen. Und schon sollen wir, so mir nichts, dir nichts, eurer Aufforderung folgen? Woher bezieht ihr eure Informationen? Es liegt natürlich an euch, was ihr tut. Ihr habt die Wahl. Was war das denn? Sie fiel aufzufallen. Oh, jetzt tu doch nicht so, als würden wir das zum ersten Mal machen. Oh, das Gebäck duftet aber gut. Ja, nicht wahr? Es ist auch heute Morgen erst gebacken worden. Frisch aus dem Ofen und aus dem besten Getreide, welches in der Gegend zu finden ist. Und auch die anderen Waren sind von solch hoher Qualität. Dann hätte ich gerne so ein Brot. Na, ich gebe euch sogar einen Sonderrabatt, weil ihr meine ersten Kunden heute seid. Das macht 3 Silberstücke. Was? 3 Silberstücke für ein simples Brot? Sehe ich so aus, als ob ich einem Scharlatan wie euch auch nur 1 Silberstück überlassen würde? Nein, du hast recht. Ich weiß es nicht. Ich sollte mich wohl eher an Leute wenden, die nicht aus den Kloaken der Gosse entsprungen sind und derartige Geschäfte anerkennen. Wie bitte? Mieser kleiner Wurm, ich werde euch... Alien! Lass das Schwert stecken. Oder willst du, dass es so endet wie letzte Woche? Ja, aber... Darf ich vielleicht... Ich bitte darum. Vielen Dank. Ihr müsst euch keine Mühe geben.
mein Angebot steht und ich werde es in keinster Weise... Nahezu lautlos waren die Worte von den Lippen des jungen Magiers geglitten und auch die Tatsache, dass seine Augen in einem rötlichen Licht flackerten, schien keiner der umherlaufenden Passanten zu bemerken. Wir möchten euer lukratives Geschäft gern in Anspruch nehmen. Eure Waren scheinen von allergrößter Qualität zu sein. Doch, nicht teuer, aber ja, meine Waren sind mit Abstand die frischesten auf dem gesamten Basar. Dessen bin ich mir vollends bewusst. Nun denn, sagen wir 2 Kupferstücke für dieses Brot. Sehr gerne, der Herr. Hier, bitte. Vielen Dank. Aha. Und dann nehme ich noch 2 von diesen Blätterteigtaschen, 5 Äpfel und 2 Hähnchen. Hier, ist das alles? Ja, ich denke schon. In Ordnung. Dann macht das 3 Silberstücke. Hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, einen wunderschönen Tag. Von Diplomatie verstehst du anscheinend immer noch nichts, Alien. Tja, na also das, was Pollux da macht, kann man ja wohl schlecht als Diplomatie bezeichnen. Was fällt diesem Betrüger überhaupt ein, mit solchen Wucherpreisen Waren unter die Leute zu bringen? Soweit ich weiß, werden die Handelswege sie vorbei an Lagerhallen und Geschäften, hinein in eine höchst zweifelhafte und wenig einladende Gegend. Für einen kurzen Moment überkam Namaya ein ungutes Gefühl. War ihr dieser junge Mann doch vollkommen fremd? Doch sie blieb, und wenige Minuten später standen sie vor einer düsteren Häuserreihe. Hier hatte sie zum ersten Mal die Gelegenheit, ihren Begleiter genauer zu betrachten. Er schien ungefähr in ihrem Alter zu sein und blickte sie aus seinen bernsteinfarbenen Augen an. Seine Weste zeugte, ebenso wie die Hose, von einer ärmlichen Herkunft. Auf seinem Rücken hing eine breite Schwerttasche, aus deren Öffnung ein mit einem blauen Stein verzierter Knauf ragte. So, da wären wir. Sieht gemütlich aus. Findest du? Und hier lebst du? Ja, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Die Kellerräume sind trocken und geräumig. Außerdem weiß keiner außer uns, dass diese Räume noch existieren. Somit hat man immer seine Ruhe. Vor allem vor Wachen oder Dieben. Das ist schon mal gut zu wissen. Siehst du? Hier bist du vollkommen sicher. Na, warte! Du wirst mich kennenlernen! Nein, warte, Sheila! Ich bin es doch! Im dämmerigen Schein des einfallenden Mondlichtes konnte Namaya eine junge Frau erkennen, die ihnen drohend den Gang versperrte. Ihre hellen Haare rahmten das feingeschnittene Gesicht, und die feinen Federn, die ihre Haut bedeckten, schimmerten bläulich. Elion, bist du das? Ja, wer sonst? Was um Himmels Willen machst du bitte um diese Uhrzeit noch hier? Könnten wir das vielleicht besprechen, nachdem du die Bratpfanne runtergenommen hast? Danke. Wer ist das denn? Ach sie, das ist... Wie heißt du eigentlich? Oh. Mein Name ist Namaya. Ah, ja. Ich danke dir, dass du mich vor den Männern beschützt hast. Männer? Aber jetzt muss ich gehen. Was? Wieso? Bleib doch hier. Nein, ich würde euch nur in Gefahr bringen. In Gefahr? Vor solchen Wachen brauchst du dich nicht zu fürchten. Die verspachtel ich zum Frühstück. Ich kann nicht. Ihr wisst nicht... Niemand darf es erfahren. Was erfahren? Und wieso haben die dich überhaupt verfolgt? Sheila musterte das verängstigte Mädchen, welches nass und schmutzig vor ihr im Halbdunkeln stand. Aus dem gebräunten Gesicht beobachtete ein grünes Augenpaar das Geschehen. Da wurde Sheila auf die... Aus dem strömenden Regen, der wie Bindfäden die umliegende Umgebung verdunkelte, löste sich eine Kontur.
Ein breitschultriger Mann, dessen Körper von einer matt schimmernden Rüstung umhüllt wurde, trat mit energischen Schritten auf sie zu. Habe ich dich endlich? Fahr zur Hölle! Die Klinge verfehlte sie nur um Haaresbreite und zersplitterte eine der Holzkisten, die hinter ihr an der Wand aufgestapelt waren. Aber nicht doch. Warum machst du es dir denn nur so schwer? Ich kriege dich so oder so. Bleib weg von mir. Oder was? Psst, hier oben. Erschrocken blickte Namaya hinauf zu dem schmalen Vordach des Hauses. In dem dämmerigen Licht der Laterne konnte sie jedoch nur einen Schatten erkennen, hey, der auf einem kleinen Sims kauerte. Wer bist du denn? Deine Hand. Ja. Du bleibst hier. Nein! Du wirst jetzt mit mir kommen, oder? Du ungehobelter Mistkerl. Weißt du etwa nicht, wie man eine Dame zu behandeln hat? Du kleine. Geschafft. Danke. Aber wer... Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Vorstellungsrunde. Komm schon, hier entlang. Bleib stehen. Da hast du dir einen netten Spielkameraden ausgesucht. Hier lang. Paradine. Folge 1. Das Geheimnis der Katakomben. Die Verfolger hinter sich lassend, folgte Namaya ihrem Retter in die dunkle Nacht. Der junge Mann führte sie vorbei an Lagerhallen und Geschäften, hinein in eine höchst zweifelhafte und wenig einladende Gegend. Für einen kurzen Moment überkam Namaya ein ungutes Gefühl, war ihr dieser junge Mann doch vollkommen fremd. Danke. Ach Jungs, bevor ich es vergesse... Wir müssen heute dringend zum Marktplatz. Unser Lebensmittelvorrat ist schon wieder stark zusammengeschrumpft. Klar, machen wir. Kein Problem. Gut, dann essen wir schnell zu Ende und machen uns sofort auf den Weg, ehe der morgendliche Tumult beginnt. Ach, und Namaya? Schmeckt super. Zieh dir den Umhang hier bitte gleich über. In der Stadt sind wir nicht so erpicht darauf, viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und so traten die Freunde nur wenige Minuten später auf die morgendlichen Straßen von Sonea. Sheila führte sie durch die langen Gassen, bis sie schließlich den Marktplatz erreichten. Dieser wurde von ineinander übergehenden, prachtvollen Gebäuden umschlossen, deren Fassaden weiß getüncht waren. Und denk daran, nicht allzu viel aufzufallen. Oh, jetzt tu doch nicht so, als würden wir das zum ersten Mal machen. Oh, das Gebäck duftet aber gut. Ja, nicht wahr? Es ist auch heute Morgen erst gebacken worden. Frisch aus dem Ofen und aus dem besten Getreide, welches in der Gegend zu finden ist. Und auch die anderen Waren sind von solch hoher Qualität. Dann hätte ich gerne so ein Brot. Na, ich gebe euch sogar einen Sonderrabatt, weil ihr meine ersten Kunden heute seid. Das macht... 3 Silberstücke. Was? 3 Silberstücke für ein simples Brot? Sehe ich so aus, als ob ich einem Scharlatan wie euch auch nur ein Silberstück überlassen würde? Nein, du hast recht. Ich weiß es nicht. Ich sollte mich wohl eher an Leute wenden, die nicht aus den Kloaken der Gosse entsprungen sind und derartige Geschäfte anerkennen. Wie bitte? Mieser kleiner Wurm, ich werde euch... Alien! Das Schwert stecken.
Oder willst du, dass es so endet wie letzte Woche? Ja, aber... Darf ich vielleicht... Ich bitte darum. Vielen Dank. Ihr müsst euch keine Mühe geben. Mein Angebot steht und ich werde es in keinster Weise... Nahezu lautlos waren die Worte von den Lippen des jungen Magiers geglitten. Und auch die Tatsache, dass seine Augen in einem rötlichen Licht flackerten, schien keiner der umherlaufenden Passanten zu bemerken. Wir möchten euer lukratives Geschäft gern in Anspruch nehmen. Eure Waren scheinen von allergrößter Qualität zu sein. Doch, nicht teuer. Aber ja, ja, meine Waren sind mit Abstand die frischesten auf... Doch, nicht teuer. Aber ja, ja, meine Waren sind mit Abstand die frischesten auf dem gesamten Basar. Dessen bin ich mir vollends bewusst. Nun denn, sagen wir 2 Kupferstücke für dieses Brot. Sehr gerne, der Herr. Hier, bitte. Vielen Dank. Aha. Und dann nehme ich noch 2 von diesen Blätterteigtaschen, 5 Äpfel und 2 Hähnchen. Hier, ist das alles? Ja, ich denke schon. In Ordnung. Dann macht das 3 Silberstücke. Hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Einen wunderschönen Tag. Von Diplomatie verstehst du anscheinend immer noch nichts, Alien. Tja, na also das, was Pollux da macht, kann man ja wohl schlecht als Diplomatie bezeichnen. Was fällt diesem Betrüger überhaupt ein, mit solchen Wucherpreisen Waren unter die Leute zu bringen? Soweit ich weiß, werden die Handelswege in der letzten Zeit immer häufiger von Diebesbanden überfallen. Stimmt. Deswegen sind die Lebensmittel auch schon öfters für einen Notfall rationiert worden. Und diejenigen, die das Glück haben, im Besitz von Lebensmitteln zu sein, denken nur daran, sich am Elend anderer bereichern zu können. Einfach unfassbar. Was hast du da eigentlich gemacht? War das ein Zauberspruch? Nun ja, nicht wirklich. Es war eher eine Art Kontaktaufnahme. Kontaktaufnahme? Die Schatten dieser Welt erlauben einem sehr viel, wenn man ihr Wesen zu verstehen weiß. Aber war das nicht ein bisschen dreist, den Preis gleich so zu senken? Nein, ich habe lediglich für einen angemessenen Preis gesorgt. Wie dem auch sei, diese Schmuggler gehen mir ziemlich auf den Geist. Anscheinend nicht nur dir. Schau mal da hinten. Sieht wie ein Aufstand aus. Oh ja. Kommt, das sehen wir uns mal näher an. Die Freunde überquerten den weitläufigen Marktplatz. Unter einem hohen, efeubewachsenen Baum, dessen Zweige mit weißen Blüten besprenkelt waren, stand auf einem Podest ein junger Mann in Uniform, der zu einer Traube aufgebrachter Bürger sprach. Bitte, Bürger von Sonea, bitte beruhigt euch doch. Ich weiß, dass es hart ist. Aber es ist unerträglich. Uns ist nichts geblieben, was wir zum Überleben brauchen. Glaubt mir, ich bedauere es genauso wie ihr. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber leider sind wir zur jetzigen Zeit machtlos. Und so traten die Freunde nur wenige Minuten später auf die morgendlichen Straßen von Sonea. Sheila führte sie durch die langen Gassen, bis sie schließlich den Marktplatz erreichten. Dieser wurde von ineinander übergehenden, prachtvollen Gebäuden umschlossen, deren Fassaden weiß getüncht waren. Und denk daran, nicht allzu viel aufzufallen. Oh, jetzt tu doch nicht so, als würden wir das zum ersten Mal machen. Oh, das Gebäck duftet aber gut. Ja, nicht wahr? Es ist auch heute Morgen erst gebacken worden. Frisch aus dem Ofen und aus dem besten Getreide, welches in der Gegend zu finden ist. Und auch die anderen Waren sind von solch hoher Qualität. Dann hätte ich gerne so ein Brot. Na, ich gebe euch sogar einen Sonderrabatt, weil ihr meine ersten Kunden heute seid. Das macht 3 Silberstücke. Was? 3 Silberstücke für ein simples Brot?
sehe ich so aus, als ob ich einem Scharlatan wie euch auch nur ein Silberstück überlassen würde? Nein, du hast recht. Ich weiß es nicht. Ich sollte mich wohl eher an Leute wenden, die nicht aus den Kloaken der Gosse entsprungen sind und derartige Geschäfte anerkennen. Wie bitte? Mieser kleiner Wurm, ich werde euch... Alien! Lass das Schwert stecken. Oder willst du, dass es so endet wie letzte Woche? Ja, aber... Das darf ich vielleicht... Ich bitte darum. Vielen Dank. Ihr müsst euch keine Mühe geben. Mein Angebot steht und ich werde es in keinster Weise... Nahezu lautlos waren die Worte von den Lippen des jungen Magiers geglitten. Und auch die Tatsache, dass seine Augen in einem rötlichen Licht flackerten, schien keiner der umherlaufenden Passanten zu bemerken. Wir möchten euer lukratives Geschäft gern in Anspruch nehmen. Eure Waren scheinen von allergrößter Qualität zu sein. Doch, nicht teuer, aber ja, meine Waren sind mit Abstand die frischesten auf dem gesamten Basar. Dessen bin ich mir vollends bewusst. Nun denn, sagen wir 2 Kupferstücke für dieses Brot. Sehr gerne, der Herr. Hier, bitte. Vielen Dank. Aha. Und dann nehme ich noch 2 von diesen Blätterteigtaschen, 5 Äpfel und 2 Hähnchen. Hier, ist das alles? Ja, ich denke schon. In Ordnung. Dann macht das 3 Silberstücke. Hier. In eine kleine Höhle geführt, die anscheinend als Lagerstelle diente. Unglaublich. Dutzende Kisten standen übereinander gestapelt an den Wänden. Einige Netze und Säcke hingen prall gefüllt an der Decke oder lagen zusammengeschnürt auf dem Boden. Hättet ihr gedacht, dass unter den Straßen unserer Stadt ein solcher Ort existiert? Seht doch mal! Früchte, Gebäck, Gewürze aus wärmeren Zonen, Fische. Das ist ja unglaublich. Das ging ja schneller, als ich dachte. Wunderbar. Dann sind wir fertig. So viele Kisten. Und ich bin mir sicher, dass das hier nur ein kleiner Teil der eigentlichen Ausbeute ist. Wir können jetzt umdrehen. Psst, wartet mal. Hinter die Kisten, schnell. Die anderen sind bereits überfüllt. Hey! Was war das? Wer seid ihr denn? Los, Abflug, Leute! Ich hoffe, Sie sind mit unserer Arbeit zufrieden, mein Herr. Leider sind die meisten meiner Männer gerade dabei, die Ware unter die Leute zu bringen, sodass sie gar nicht die tatsächliche Leistung unsererseits sehen können. Das ist für mich nicht von Bedeutung. Solange das Einkommen stimmt und keine Unannehmlichkeiten auftreten, sind wir zufrieden. Zeig mir lieber das, weswegen ich gekommen bin. Oh, ja, natürlich. Hier, das Objekt ist erst gestern Morgen in unserer kleinen Bucht eingetroffen, direkt aus den verwundeten Bergen Trapehouse. Wie ihr gewünscht habt. Sehr gut. Darf man fragen, was so Besonderes daran ist? Es schien mir sehr unscheinbar zu sein. Keine Verzierungen, nichts. Von allzu großem Wert kann es nicht sein. Da sieht man mal wieder, dass dein Intellekt die Bedeutung dieses Gegenstandes nicht erkennt. Denn sein Wert ist weitaus größer als euer Gewicht in Gold. Zumindest dann, wenn man weiß, wie man ihn einsetzt. Hier ist das gute Stück. Endlich. Bert! Wir müssen mit dir reden. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Was ist der Grund für dieses Tamtam? Bert, einige Individuen haben sich Zutritt zum Lager verschafft. Was? Mir scheint, als wären sie nicht hier, um sich uns anzuschließen. Als wir sie ergreifen wollten, haben sie uns angegriffen und sind in die Katakomben geflohen. Wie bitte? Aber dort? Verdammt! Gibt es etwa Schwierigkeiten?